Hey, hey! Moin, moin! Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo Teil 16. Jawohl. Mit Firebell und Mille. Herzlich willkommen und viel Spaß. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Heute machen wir jetzt nochmal so ein bisschen, wie sollen wir sagen, Zooflicken, ne? Ja, ein bisschen Feinarbeiten, ne? So da und da mal ein bisschen was. Ja, du hast dir ja gewünscht, dass ihr jetzt, bevor neue Tiere kommen und da unser Tierarzt eh noch forscht und die neuen nächsten Tiere eigentlich glücklich sind, haben wir gedacht, nutzen wir die Zeit doch einfach nochmal aus und feilen so ein bisschen an den Brücken rum. Und hier ist eigentlich so die größte Brücke, die wir aktuell in dem Zoo haben. Und wir wollten so eine halb offene Brücke mit gutem Blick auf den Wasserfall und ein paar Blümchen dazwischen. Blümchen lockern die Situation ja immer wieder auf. Richtig, ne? Noch ein paar Bänke dazu und dass sie sich auch mal hinsetzen können. Ja, ja, aber das muss sein. Ne, so ein bisschen Brückengeländer da, damit die nicht ins Wasser fallen. Ich meine, sie fallen nicht ins Wasser, aber es sieht halt optisch schöner aus. Tut es das, Mille? Ja, würde ich so sagen. Du nicht? Meinst du nicht? Doch, sieht natürlich bei viel einladender und schöner aus. Und bevor Frank Mille wieder um eine Gehaltserhöhung bittet, ja. Weil wegen Sicherheitsbestimmungen und so, ja. Bauen wir mal lieber ein Geländer, doch. Naja, hat er ja letztes Mal geschrieben, ne? Ich war gerade auf dem Weg zum Pausenraum. Ja, also über genau. Die Gehaltserhöhung reden wir nochmal, Frank. Ja. So geht das nicht, ne? Ja, nicht also immer Pause da hat, machen, das die geht. Da haben Fuxi und Lavinia eine größere Gehaltserhöhung verdient hier in unserem Zoo. Die arbeiten wenigstens. Ja, alles gut, aber wir haben den Zoo gut im Griff, Frank. Also, wenn man so die Statistik mal guckt mit den Verbrechensraten und sowas, und das hält sich eigentlich im Rahmen, sag ich mal. Also, wir machen unseren Job gut. Ja, ihr habt ja gesehen, im letzten Zoo haben wir viele nach euch benannt. An die liebe Red Eye nochmal. Wenn du als Affe verstirbst, wirst du Tierpfleger von den roten Waris. Und auch hier, jetzt habe ich ja auf Twitch im Livestream auch ein Zoo angefangen. Auch hier möchte ich ganz gerne eine Ahnentafel errichten über jedes verstorbene Tier, was nach euch benannt ist und auch nach den Mitarbeitern, dass wir, wenn wir am Ende den Zoo nochmal touren, was Gemeinsames haben und dann werde ich, denke ich, irgendwie so ein Gedenkenmuseum platzieren. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ja, also ich finde das gar nicht verkehrt. Kann man ruhig machen, sowas. Super interessant. Und jetzt kommen wir zu unseren üblichen Fragen in den Zoos, Mille. Ich habe mir nämlich was ganz Besonderes gedacht. Das ist schön, dass du dir heute mal was ausgedacht hast. Dann ist mal, das ist ja mal gut. Ne? Ja, du hast ja immer nichts vorbereitet. Du machst ja immer deine Hausaufgaben nicht. Na, ich bin ja auch vorhin zum Zoo ein bisschen später dazugestoßen, weil ich mich schon so weit fertig gemacht habe. Weil nach langer Pause, ich muss morgen auch wieder los. Und ja, ich habe mich schon mal so weit fertig gemacht, duschen etc., was dazugehört. Und ja. Und Firebell ist dann schon mal mit dem Zoo angefangen und ja, denn ja. Bin ich aber gespannt, was sagst du denn? Was ist denn deine Lieblingsjahreszeit und warum? Oha, auf jeden Fall nicht Winter, ich würde eher sagen so Frühling und der Herbst, ja eher der Frühling, so wenn es vom Kalten so langsam wieder warm wird, aber noch nicht zu warm ist, ja so die 20 Grad, also mir reichen 20 Grad, also ich muss gar nicht mehr haben. Und dann so eine leichte Brise so, ne, und dann ist gut, das reicht. Also wenn das auch wieder anfängt zu blühen, langsam die Krokusse und sowas, das finde ich immer ganz schick. Und wenn die Bäume wieder grüne Blätter kriegen, ja. Ja, was ist deine Jahreszeit so? Deine Lieblingsjahreszeit? Der Sommer, ne? Nein. Nein? Nein. Winter, ne? Ja. Der Mille verflucht mich auch immer schon, denn sobald die ersten Schneeflocken immer runterkommen, will ich meinen Schneekuss haben. Ja. Das heißt, er muss sich sofort anziehen. Und dann geht's ab nach unten, wenn der Schnee liegt und dann wird geknutscht. Und dann gibt's erstmal einen wunderschönen Schneeknutschi. Ja. Das muss einfach sein. Ja, ich brauche meinen Schneeknutschi. Den gibt's auch jedes Jahr. Ja, sofern es Schnee gibt. Ja, aber zwischendurch gibt es auch welche. Und du sitzt oft genug auf, da kannst du, oh nö, ist so kalt, gerade warm. Gerade warm geworden, ey. Meine Füße sind gerade aufgetaut. Aber oft
Offscreen hattest du mir ja neulich gesagt, du hättest ja eine Frage an die 18-Jährigen. Jetzt kommt nicht das, was ihr denkt, sondern der Miller hatte letztes Mal die Frage, was euer erstes... Was euer erstes Auto war, ne? Genau. Ja. Was war euer erstes gekauftes Auto? Also was ihr selber gekauft habt von eurem eigenen... Also nicht geschenkt oder so, sondern er selber gekauft von eurem... Keine Ahnung, ersten... hier, wie sagt man das, Gesellenlohn, weil in der Lehre fährt man in der Regel noch kein Auto, da seid ihr noch nicht volljährig. Was war dein erstes Auto, Mille? Meins war ein Ford Taunus. Ein Ford Taunus hast du als erstes gefahren? Ja. Der hat noch nicht mal Servolenkung gehabt, das war richtig schwierig, den zu lenken. Also der, das war schon nicht so wie heute. Heute machst du das mit dem kleinen Finger und früher musstest du auch ein bisschen arbeiten bei der Karre, ne? Ja. Ja. Vor allem, wenn dir vorne der Reifenplatz bei 120 oder so, das ist dann auch ganz nett. Ja. Dann musst du noch mehr lenken. Ja, das stimmt. Ja. Dann muss das Ding schon richtig festhalten, damit es auf der Straße bleibt. Ja. Nö, Ford Taunus. Und dein erstes Auto, Schatzi? Mein allererstes Auto war ein schwarzer Polo. Ach, der Ölfresser, ne? Genau, der Ölfresser. Der Scheich von Dumai. Ja. Ja, das muss ich kurz aufklären für die, die nicht wissen, was das, also was ich jetzt damit meine. Ich hatte damals ein Auto, da ging permanent die Öllampe an. Permanent. Man ist 50 Kilometer gefahren und schon konnte ich schon wieder einen Liter Öl nachkippen. Das Problem ist aber, der hat nirgendwo geleckt. Also man wusste nicht, wo irgendwie das Öl ausgetreten ist und. Und dann so auf seine letzten Meter nachher bin ich dann noch damals zu meinem Automechaniker gefahren. Wir sind noch auf dem Hof gerollt. Und als dann die Zündkerzen rausgezogen worden sind irgendwie gefühlt 8 Liter Öl nach oben wie so ein Schuss nach oben geschossen. Und jede Menge Öl ist da auf dem Hof ausgelaufen. Ja, wahrscheinlich von dem Druck, ne, der da drin ist am Motor. Ne? Ja, aber wie gesagt, Öl war nirgendwo zu sehen und keine Ahnung, was da los war. Aber ich habe dieses Auto sehr geliebt. Und danach kam das Auto, was du jetzt fährst. Ja. Und ich war sehr, sehr glücklich damit. Ja, hier sind wir gerade dabei, um jetzt wieder einmal zum Zoo zurückzukommen, ein paar Pfeiler zu platzieren. Denn auch lange Brücken, so schön es halt auch ohne Pfeiler aussieht, aber ja, sie müssen halt stabil sein. Also so eine lange Brücke hält schon ohne... Ohne Stützen oder Pfeiler darunter. Das ist auch unrealistisch, selbst in einem Spiel, wenn man die Möglichkeit hat, Pfeiler darunter zu setzen, sollte man das machen. Das ist von der Optik auch wirklich realistischer, ne? Ja, und dann habe ich mal eben unsere zwei längsten Brücken schon mal mit Pfeilern ausgestattet, damit die dann schon mal ein paar Pfeiler haben. Oh, da kommen noch ein paar Bänke, ne? Genau, ein paar Bänke, weil unsere Mitarbeiter sind auch sehr erschöpft. Wie ihr seht, wir sind auch mittlerweile, füllen wir so ganz knapp den 5. Stern aus. Unsere Zuschauer haben natürlich wie immer Hunger und Durst. Ja. Und das Witzigste war, es kamen neulich 3 Paare bei uns in den Zoo. Die hatten schon gleich von Anfang an schlechte Laune, weil sie mit hungrig und durstig in den Zoo kamen. Ja, dann sollen sie sich doch was kaufen. Vorne an ist doch ein Stand. Ja, aber also in der Regel frühstückt man ja eigentlich noch gut zu Hause. Ja, eigentlich ist man entweder unterwegs, je nachdem wie weit man fahren muss. Gut, bei Planet Zoo ne, sind sie halt da. Ja, ich habe jetzt auch hier zwischendurch noch mal so ein bisschen Landscaping betrieben. Ihr habt drüben gesehen, wir haben das nächste Beet irgendwo ein bisschen angerichtet. Und irgendwie bekommen meine innerlichen Augen, wollte ich gerade sagen, gerade Vibes für Zypressen. Also ich weiß nicht warum, aber im Moment habe ich einen kleinen Zypressen-Drang. Ich glaube, das hast du bei Goro beigesehen. Ich glaube auch. Der hat ja auch so viele verbaut, aber den gucke ich unwahrscheinlich gerne, was Planet Zoo Videos angeht. An dieser Stelle dickes Lob geht raus. Wir haben ihn neulich auf Twitch geradet und das war mir so ein Herzensbedürfnis, diesen jungen Mann zu raiden, denn ich und Mille, wir suchten seine Videos auch so weg. Was das Geile noch war, er hat ja in seinem Stream gesagt, dass er sogar schon ein Video von uns geguckt hat. Oh mein Gott, und ich wollte im Erdboden versinken. Ja. Ich war knallrot im Gesicht. Firebell konnte das gar nicht glauben, dass Goro bei uns oder bei ihr auf dem Kanal war, um Planet Zoo zu gucken. Fragte er noch wegen Känguru-Gehege einrichten oder so da gebaut hast. Dann. Ja, genau. Er wusste genau, was wir in der ersten Folge gebaut haben. Und ich war einfach so schockiert, dass ein so großer, süßer, lieber, netter YouTuber das da auch noch im Stream sagt. So, ja, ich habe bei dir auch reingeguckt und war voll nett und voll cool. Und das war in dem Moment total Fanfiction-Moment für mich.
Ja, das ist natürlich eine Ehre, also ganz, ganz klar, ne? Man muss ja sagen, das ist halt ein großer YouTuber, der schon länger dabei ist und der schon sämtliche Zoos gebaut hat. Wer ihn kennt, weiß, wovon wir reden. Und wenn so jemand dann vorbeikommt und sagt, ich habe bei euch mal reingeguckt oder bei dir mal reingeguckt, und das ist schon, ja, da kann man sich schon was drauf einbilden. Naja, einbilden jetzt nicht, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, aber man sagt das ja so, ne? Ne, aber es ist schon ein schönes Gefühl. Also ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ja, ein schönes Gefühl war das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. So, ne, weil, ja, wie es halt irgendwie immer so ist, also ich meine, wegen meiner Reifeisenstimme wurde ich ja sowieso schon öfter verurteilt, dass dann aber so jemand einmal wirklich so lieb ist und bei mir reinguckt, das war für mich wirklich eine große Ehre. Ja, dann erzähl doch mal, was du da gerade machst, weil da war ich nämlich noch duschen. Ja, genau. Ja. Da war ich, wir führen das jetzt nicht näher aus. So, genau, hier bin ich jetzt gerade dabei, die Unterwasser-Viewing als auch die Überterrasse einzubinden in ein Gebäude für die Eisbären. Wenn ihr euch erinnert, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, was ich jetzt meine. Wir hatten ja vor längerer Zeit schon das Eisbärengehege gebaut. Und jetzt sind wir gerade so dabei, so wie gesagt, Lücken gerade auch im Zoo zu stopfen, bevor jetzt die neuen Tiere kommen, damit der Tierarzt jetzt erstmal die Varis soweit fertig forscht. Und wir wollen es auch hier wirklich nett für unsere Zuschauer machen. Und jetzt sind wir hier gerade dabei, die Unterwasser-Viewing, weil so ein Loch in der Mitte kann ja irgendwie jeder einfach reinballern und dann so hier geht runter und fertig. Nein, wir wollen das so ein bisschen hier nett verkleiden, dass es alles so ein bisschen schöner und netter auf jeden Fall aussieht und die Dellen aus dem Boden so ein bisschen kaschieren mit Blümchen und ein bisschen Farn noch mit dabei und das Ganze nochmal ein bisschen einkleiden. Und damit die Zuschauer halt auch nicht so gucken, genau, nun sind wir gerade dabei, es weiter einzumanteln, die Unterwasserviewing mit der Terrasse sozusagen zu verbinden und ja, so ein paar Unebenheiten auszugleichen, damit die jedenfalls nicht so sichtbar sind, und kaschieren so das Ganze, dass es wirklich einfach ein bisschen einladender und ein bisschen netter auf jeden Fall aussieht. Und ich bin mal sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu schreibt und wie ihr es findet. Ja, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Video ist heute an dieser Stelle dann auch mal ein bisschen schneller. Das letzte war ja dann eben halt mal ein bisschen länger. Damit wir jetzt nicht irgendwie 5 Management-Folgen hintereinander haben, haben wir jetzt eine etwas längere und eine etwas kürzere Folge. Ja, so. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, bitte. Es wurde jetzt schon ein paar Mal in meinen Streams gefragt, wann du denn mal wieder vorliest. Liest du denn jetzt eigentlich nochmal vor? Ach, irgendwann kann ich das mal machen. Ich muss mir dann, oder suche mir mal vernünftige Geschichte raus, oder ich gucke selber mal irgendwas was. Also wir hatten ja zukünftig ja eigentlich überlegt, weil wir müssen ja auch immer so ein bisschen auf Copyright und GEMA gucken. Wir hatten ja eigentlich überlegt, das nächste Mal, wenn wir ein neues Tier kaufen, dass du den ersten Abschnitt von dem Tier mal vorliest. Abschnitt? In der Beschreibung nochmal? Ja, ja, von dem Zoopedia. Ach so. Jo. Jo. Na, weil sonst kriegst du auch Ärger mit Kyo, wenn du deinen Text diesmal nicht übst, ne? Du hast schon gehört, es gibt dann ein pädagogisches Gespräch für dich. Ja, freue ich mich schon drauf. Und wie? Das klang jetzt überhaupt nicht ironisch. Ja, aber wir schauen mal. Kyo, wir haben dich sehr, sehr gerne. Nimm das nicht persönlich. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Du hast ja recht. Also der Mille hätte ja ruhig mal üben können. Er hat ja zu mir gesagt, oh nö, das brauche ich ja gar nicht. Das kriege ich schon hin. Ja, wenn die Buchstaben groß genug sind und so, dann passt das schon. Oha, brauchen wir eine Brille? Nee, noch nicht. Sagst du oder sagt der Optiker? Der letzte Sehtest, der war 100%. Oha! Ja, also dann können die ja nicht so schlecht sein, ne? Nee, ich wollte gerade sagen, dann können sie ja gar nicht so schlecht sein. Ja, und wir sind, wie gesagt, hier sind wir jetzt gerade dabei, wie gesagt, ich wollte das so ein bisschen ja auch oben auf dem Berg in so einem Hütten-Style auch einfach haben. So ein, ja, wie sagt man, rustikal? Kann man rustikal sagen? Ja, in so einem rustikalen Look zu haben. Ich weiß, wir sind so ranchmäßig unterwegs, aber auch die, ich finde die Wände aber auch echt schick, ne? Das sind ja die neuen, ne? Die sind aus dem neuen Pack, ne? Ja, genau, die sind aus dem neuen Europa-DLC. Ja, ich mag die auch sehr. Also, sind wirklich meine Favoriten im Moment aktuell, könnte ich überall verbauen, stundenlang.
mit wachsender Begeisterung. Ja, und hier haben wir dann nochmal gedacht, weil die Zuschauer ja auch, wenn es regnet, dann immer wieder Schirme kaufen wollen. Und wir haben ja jetzt ein Infozentrum nur am Anfang, haben wir gedacht, damit wir die Leute auch nochmal hier angelockt kriegen für die Ecke hier hinten. Kommt da hinten auch nochmal ein Infocenter rein und einen Schirmverkauf, ne? Nee, Infocenter ist Schirmverkauf, so. Und Audio-Guide. Aber wir haben nochmal gedacht, so Looney Balloons oder so vielleicht, oder Heads Fantastic oder eventuell auch It's a Momento. Lasst uns mal wissen, was wollt ihr lieber haben? Kleine Souvenirs, Hüte oder Ballons? Ja. Was meint ihr, was sollen wir da hinten noch mit reintun? Auf jeden Fall kommt da noch eine Toilette mit rein, dafür ist die Tür gedacht. Und hinten wollen wir dann nochmal so eine Art Picknick-Ecke bauen. Deswegen auch der Überstand jetzt gerade beim Dach, das seht ihr nur jetzt im Video aktuell noch nicht. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge noch einmal fertig. Und dann schauen wir doch auf. Auf jeden Fall soll da keine Fressbude rein, weil wir ja oben das Restaurant haben, die sollen da oben zum Vordern kommen. Ne, also nicht, dass ihr da mit so einer Idee kommt. Also irgendwas, was sie kaufen können, Hüte, Schirme etc. Genau, weil wir wollen die jetzt nur noch mal alle mit in die Ecke locken. Und danach wollen wir den Berg eigentlich schon erweitern und auf der Seite das nächste Schneetierpreis geben. Denn es wird jetzt langsam mal Zeit. Und wir wollen da ja kein so großes Gehege bauen, haben wir gesagt. Nein, wir wollen eigentlich auch noch nicht verraten, was da für ein Tier reinkommt. Nein, wir verraten noch nie, was da reinkommt. Auf jeden Fall wird es ein nicht so großes Gehege. Nein, wird auf jeden Fall kleiner als das Eisbärengehege. Und da habe ich mir dann so ein Haus vorgestellt über dem See mit zwei Rampen links und rechts. Ja. Obwohl, er könnte ja eigentlich eine Höhle haben, aber nein, da mehr verraten wir erstmal. Na, wir schauen mal. Also ich habe schon so die ersten kleinen Ideen auf jeden Fall im Kopf. Lasst euch überraschen. Wupp, wupp. Nächste Folge werden wir dabei gehen. Auf jeden Fall. Und bin schon aufgeregt, Mille, muss dann nächste Woche wieder los. Ach, was auch nicht aufgeregt, nicht, aber ich werde wahrscheinlich die ersten Tage kaputt sein oder die Woche wird auf jeden Fall anstrengend, weil jetzt 3 Wochen zu Hause. Na, schaffst du es denn im nächsten Video wieder mit dabei zu sein? Aber auf jeden Fall doch. Ja. Das ist aber lieb von dir. Du, wir haben ja gesagt, wir machen das zusammen. Ja. Klar, ja, bin ich dabei. Da freue ich mich sehr drüber. Bisher mussten wir ja auch noch nicht ein Video ausfallen lassen. Nö. Wir machen das ja immer am Wochenende fertig soweit, ne? Und, ja. Ne? Hier seht ihr gerade, dass ich noch so ein Momentchen Struggle mit dem Dach habe. Und... Ja, das war ein Krampf, ja. Das war jetzt so gerade so ein ganz kleiner Krampfmoment. Wir haben es aber Gott sei Dank auch gelöst bekommen. Und haben hier sozusagen... Ja, wir haben eigentlich gesagt, man könnte ja auch ein Berghotel es nennen. Oder wie auch immer. Oder so die First Alben auf dem Berg, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall ist es so dieses erste Feeling von Hüttengaudi, kann man sagen. Von Hüttengaudi. Auf jeden Fall ist auch einiges zu machen, ne? Ja, wir hoffen, dass die Tonaufnahmen jetzt so ein bisschen besser sind, denn wir haben hier aktuell ein neues Mikrofon. Ja. Und ihr hört es jetzt zum ersten Mal. Die Rainer schon geguckt haben, haben schon gehört. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt nicht ganz so hallig ist. Ja, und die bei Twitch schon mal geguckt haben, die Twitch haben, da wurde es auch schon eingesetzt. Und hoffen, dass dein Bille jetzt mal ein bisschen lauter ist, obwohl er nämlich nur nuschelt und leise redet wie sonst was. Ja, aber ich hänge fast im Mikro dran. So ist also eigentlich sollte man mich besser hören. Ja, und so ganz langsam, dieses Mal wollte ich ja rechtzeitig Bescheid sagen, nähert sich die Timelapse auch schon dem Ende, Mille. Ja. Und wir wollten uns ja nicht immer so hektisch verabschieden. Normalerweise ist das immer so, wir sitzen dann hier so und dann noch 10 Sekunden und jetzt aber schnell tschüss sagen, schnell. Und dieses Mal wollten wir das nicht haben. Also an dieser Stelle wünschen wir euch jetzt eine wundervolle Woche. Passt auf euch auf. Ja, bleibt gesund. Viel Spaß beim Gucken. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht ein Däumchen, denn das ist ein Träumchen. Ja, schön in die Kommentare schreiben. Hinterlasst ein kleines Abo. Für uns würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, was auch kostenlos ist. Und denkt an den Daumen und die Kommentare, denn das ist wirklich wichtig für den YouTube-Algorithmus und unterstützt mich und Mille wirklich sehr. An dieser Stelle dann jetzt Feier im Herzen. Tschüss. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye.